Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Altis Live. Und ja, ich bin jetzt hier mein Pyragoras, wie heißt das? Hier gespawnt, in Pyrgos, ungefähr so. Und denn hier haben wir die Börse und werde ich jetzt mal schauen, was werden so, auf was für unser Geschäft liegen sollen. Sollen wir Eisenfarm gehen oder was auch immer. Auf jeden Fall hat es anfangs hier so ein bisschen ruckler. Das liegt aber daran, dass ich erst auch gerade wieder neu aufgejoint bin. Da muss erst wieder irgendwie ein bisschen alles laden. Wir sind auch im ATM. Und dann ist ein gecrashed SUV. Auf der Straßenseite laufen, dass wir nicht überfahren werden. Da bin ich mal gespannt. So, schauen wir uns jetzt mal nach. Okay. Okay, Glas ist gesunken, Öl ist gestiegen. Zement, wow, das ist hoch. Ich denke, dass ich auf Zement gehen. Salz ist tief gesunken. Öl ist richtig gestiegen. Eisen steigt auch, Diamanten auch. Ich denke, wenn ich Zement machen, gehe ich 1300 pro. Aber die Bewilligung kostet, die Lizenz kostet 10.000. Schauen wir erstmal. Also wir müssten dann hier zum Steinbruch. Dann müssen wir zur Steinverarbeitung, das ist gleich in der Nähe vom Mondfeld, und dann müssen wir aufpassen mit Banditen. Und von da aus dann zum Zementhändler, höchstwahrscheinlich. Okay, gut. Dann werden wir hier zuerst mal ungefähr hier hingehen. So nach vorne, okay. Gut. Und holen uns die Sachen, die wir brauchen. Also, jetzt 10.000 plus wir brauchen höchstwahrscheinlich eine Spitzhacke dafür. Das heißt, 11.200 müssen wir abheben. So. 11.200. General Stone müsste hier drin sein. Ja. Ich brauche aber den Markt jetzt, stimmt. Ja, den haben wir da unten. Ist, okay, gehen wir zuerst zum Markt und dann zu der Garage. Obwohl, hier warten wir ganz kurz. Ganz kurz in die Tasche schauen. Doch, ich habe ein Toolkit, gut. Sonst hätte ich gar noch eins gekauft. So, dann müssen wir, gehen wir gleich mal zuerst Zement tappen. Also Steine. Und fahren dann gleich so zum Zement- oder Steinverarbeiter. Ich denke, das ist so, wie es funktionieren sollte. Guten Tag, Herr Markt. Ich hätte gerne eine Spitzhacke. Dieser Red Gull. Ich weiß eben noch nicht, wozu das die ist. Dann gehen wir zur Garage. Haben wir auch schon wieder Nacht. Ich habe mir noch kein Nachtsichtgerät gekauft, einfach aus dem Grund, weil ich denke, es ist unnötig. Ich finde es ohne Nachtsichtgerät viel cooler. Hat so einen gewissen Charme. Also ich werde Rohdealer und oder Polizist, dann ist ein Nachtsichtgerät Pflicht. So, dann huschen wir durch die Gebüsche. Okay. Und merken, dass die Straße schneller gewesen wäre. Oder? Hier kommen wir da auch durch. Und hier.
Habe ich doch abgekürzt, das ist doch schon schön. Nur, dass die Garage so weit entfernt ist da. Uhr 21 haben wir. Nicht im echten Leben, sondern im Spiel, zum Glück. Ja, schöne Gegend hier. Fahrzeug, nee, Fahrzeuggarage. Muss parkieren. Fahren wir hier gleich zum Steinbruch. Das ist wirklich nicht weit entfernt. Das Licht um. Schauen, dass wir nicht die Küste runterfahren und qualvoll in unserem Wagen ertrinken. Plus noch ein Wachturm mit einem Checkpoint. So. Das Licht, okay, ist eine Laterne. Ich hätte schon immer Platz gemacht, das ist doch schön. So, Spitzhacke benutzen wir. Sehr schön, funktioniert. Schauen wir, wie viel das wir kriegen. 2 Steine, okay. Gut, dann bauen wir mal ab. So, jetzt haben wir hier ein paar Steine gefahren und fahren jetzt zur Steinverarbeitung. Und da wurde scheinbar angeschrieben, hab's gar nicht gemerkt. Okay, muss ich dann noch schauen, was es mir daher geschrieben hat. Gut, dann fahren wir hier jetzt einfach mal schön. Moment, ich schau mal ganz kurz. Nein, Starrandstein. Starrandstein, okay, ich hab nichts gemacht. Okay, wir sind jetzt hier, fahren wir der Hauptstraße, einfach der Straße mal folgen, dann kommen wir auf die Hauptstraße. Und biegen dann hier rechts ab. Biegen der Stand mal rechts ab. Okay, sollten wir finden. Da kommt auch schon ein anderer Lieferwagen. Der wohl ebenfalls Zement liefert. Und rechts oben schwebt ein Heli in der Luft. Denn momentan sind die Banditen wirklich aktiv. Es ist wirklich schwer, ich jetzt mal normal zu spielen. Also, wenn wir gleich wieder innerorts, das heißt, wir müssen unser Tempo wieder drosseln. So, jetzt sind wir dann innerorts. Jetzt mal gerne Polizisten, das soll. Also, wir fahren zwar noch 80, aber. Okay, nicht mehr. Nein. Ja, okay, sind wir zu langsam. Gehen wir hier durch. So. Und dann müssen wir hier wieder auf der Hauptstraße sein. Zur Straße bis zu der einen Abzweigung. Und dann in das Richtung Stadt führen sollte. Die Geschwindigkeit ist auch okay.
Ein Lieferwagen ist sowieso nicht so ein Thema, die Geschwindigkeit. Ist das hier? Ich glaube, das ist hier, ne? Ich mache ganz kurz einen Marker. Nö, das ist 700 Meter weiter vorne, okay. Stimmt, dass es hier eine Feldstraße abbiegt. Achso, ja, hier sieht man es auch besser auf der Karte. Müssen wir jetzt rechts abbiegen und Richtung Stadt fahren. Jetzt muss ich nur ganz kurz auf der Karte schauen. Du hältst hier schön an. Okay, in der kurz vor Zerna einfach durchfahren. Okay, sollen wir finden. So eine Kurve vor der Stadt. Hier schön bei diesen, wie nennt man diese? Bambus. Ein bisschen was anderes, Felder. Obwohl es sieht ja nach Bambus aus, so groß wie das ist. Obwohl Bambus in Griechenland macht nicht wirklich Sinn, glaube ich. Auf jeden Fall sind das gute Versteckorte. So, dann bin ich hier links ab. Fahren durch die Stadt, das sind ja schneller. Schön, dass wir hoffentlich richtig durchkommen. Sollten wir. Ja, okay, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Straßenseite. Straßenseite, generell auf der richtigen Straße. Zehntausend. Da wollte ich vielleicht auch gar eine Lizenz kaufen gehen. Dass er 10.000 dabei hatte. Okay, da vorne ist das Werk. Ich hoffe, 10.000 stimmt. So, dann müssen wir ja vorne gleich bei der Hauptstraße abbiegen. Was ich scheiße finde, ist, dass es nicht in jeder Stadt ein ATM hat. Oder ein vielen, auch so klein wie hier, weil wenn ich jetzt nicht genug dabei habe, dann darf ich alles zurückfahren. Und das ist nicht eine kurze Strecke. Also sie ist auch nicht allzu lang, aber trotzdem. Kurz ist sie nicht. So. Gut, dann 12.500, ach komm. 12.500. Okay, doch, da war doch ein ATM, ja, okay. Wir sollen wieder zurückfahren. 12.500, okay. Dann, was ich, hat das da doch nicht mal 100% richtig gewusst. So. Benzin haben wir noch mehr als genug. Das geht ja sowieso kaum alle in Arma 3. Außer natürlich der Fuel ist kaputt oder so. Dann haben wir noch 12.500 was. Das heißt, wir brauchen noch 2.500. Das ist Kupfer echt teuer, aber es ist auch eines der ersten, mit dem man beginnt. So, jetzt sind wir gleich wieder da.
dem ATM hier. Ein bisschen Geschwindigkeit drosseln. So. Gut, dann müsste ich hier ungefähr stehen. Ja, da vorne steht auch. Ja, jetzt bin ich ein bisschen da dicht. Na. Komm, jetzt hatte ich es gerade. So, 2500 brauchen wir noch. 2500. So, jetzt haben wir genug, um Stein zu verarbeiten. Das heißt, wir fahren wieder. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht irgendwo rein. Okay. Muss natürlich richtig sein, wo ich jetzt durchfahre. Ja, ist es. Gut. So. Wieder die schöne Fahrt durch die Wildnis. Hier wäre es cool, wenn ein Reh durch die Gegend springen würde. Und was weiß ich, und da muss man ausweichen und man einen Unfall und stirbt. Nein, oder halt irgendwie sowas wie Warzenschweine wie Name 2 oder sowas. Einfach ein bisschen die Wildnis ein bisschen belebter machen. Wäre auch cool. Und dann sind wir gespannt. Es sollte Zement geben. Würde das Sinn machen. Weil sonst kann man mit Stein nichts anderes anfangen. Guten Tag. Ich habe Sie was überfahren. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. So, jetzt habe ich die gekauft. Ja, Zement heißt ja sogar. Gut, dann verarbeiten wir hier den Stein.